Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, ich bin verständlich. Mikros an. Wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Peter Siller, ich bin Leiter der Inlandsabteilung und ich bin nicht diesem Gerät hier vorne entsprungen. Ich bin echt. Zumindest behaupte ich bin echt. Sie können ja versuchen, das im Laufe des Abends rauszukriegen, ob es stimmt. Und freuen uns sehr, dass Sie alle in der Woche vor Weihnachten trotzdem die Zeit gefunden haben, hier zu uns in die Heinrich-Böll-Stiftung zu kommen und mit uns die erste Ausgabe einer neuen Reihe zu begehen, die den Titel trägt, Was du nicht siehst, Reihe konkrete Utopien. Helmut Schmidt hat mal, ich weiß gar nicht wann, in den 70er Jahren gemeint, wer Visionen hat, müsse zum Arzt gehen. Und in der Tat hatten auch wir als Veranstalter den Eindruck, dass nicht nur der Begriff der Vision, sondern auch der Begriff der Utopie, um den es in dieser Reihe geht, eigentlich seit langem nicht mehr richtig im Gebrauch ist. Dass es fast so etwas gibt wie ein Bildverbot von einer anderen möglichen Welt, von anderen möglichen Welten. Und das hat unseren Ehrgeiz geweckt, mal wieder über Utopien zu sprechen. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden und in der Reihe verschiedene utopische Ideen zu beleuchten, Vorschläge zu beleuchten. Utopie nicht so sehr verstanden, wie es ja der Wortstamm eigentlich nahelegt, als Nichtort, sondern Utopie eher als Möglichkeit, als konkrete Möglichkeit, sich die Welt anders vorzustellen. Das kann mal mehr technologisch ausschlagen, das kann mal mehr als gesellschaftliche Idee funktionieren in aller Regel, aber das wissen Sie, greifen technologische und gesellschaftliche Entwicklung sowieso Hand in Hand, sodass sich das überhaupt nicht trennen lässt. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir heute in der ersten Ausgabe uns einer Frage zuwenden können, die ganz ohne Zweifel so eine utopische Möglichkeit beschreiben könnte. In 1,5 Stunden sind wir schlauer, nämlich der Frage von Open Source Produktion und ganz konkret 3D-Druckern, wobei, das werden wir gleich hören, sich dabei sicher eher um ein Beispiel handelt als um eine eigene Philosophie, darum geht es gar nicht. So dass mir am Ende nur noch eins bleibt, nämlich mich ganz herzlich zu bedanken vorneweg, nämlich einmal bei unserem Kooperationspartner, der Hertie-Stiftung. Wir sind sehr froh, Michael, dass wir das zusammen machen können. Also Michael Knoll und Ann-Kathrin Schubert möchte ich herzlich danken. Und dann aber genauso der Grünen Akademie, das ist akademisches Netzwerk der Heinrich-Böll-Stiftung und da namentlich Anne Ulrich und Stefan Depping und nicht zuletzt auch Arndt Pollmann. Da drüben sitzt er, der von Anfang an diese Reihe intellektuell motiviert, inspiriert hat und begleitet. Also all denen vielen herzlichen Dank. Und jetzt übergebe ich das Wort an Michael Knoll. Schönen guten Abend. Ja, vielen Dank, Peter, für die nette und liebe Einführung. Wie gesagt, mein Name ist Michael Knoll. Ich leite das Berliner Büro der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Peter und ich haben uns im Frühjahr 2002 kennengelernt, als wir beide in der Grünen Bundestagsfraktion gearbeitet haben. Und ich bin jetzt stolz, dass ich nach 7 Jahren und 350 Tagen zum ersten Mal auch eine Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung hinbekomme. Und dass wir dann auch noch thematisch ein Thema uns aufgenommen haben, das uns im Berliner Büro der Hertie-Stiftung auch umtreibt, nämlich die Frage, wie Digitalisierung unser Leben verändert, freut mich umso mehr. Wir haben heute, hören wir einen Vortrag von Dr. Hendrik Sendt. Hendrik Sendt ist Ökonom, darauf haben wir uns verständigt. Sie haben ein Diplom in Electronic Business und zwar haben Sie das an der Universität der Künste hier in Berlin erhalten. Über die ganzen Irrungen und Wirrungen, wie Sie dorthin gekommen sind, können Sie vielleicht nachher noch ein paar Worte verlieren. Sie haben anschließend promoviert, nicht hier in Deutschland, sondern an der Universität St. Gallen, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich in Konstanz studiert habe und wir da auch, mein Professor da auch einen Lehrstuhl auch gleichzeitig hatte und ich diese Stadt einfach sehr gern habe und sehr mag. Sie haben dort
promoviert über das Thema Innovations, Communities und Ideengenerierung im Internet. Und ich glaube, das verweist auch schon auf den Vortrag, den Sie auch heute uns halten werden. Sie haben dann gearbeitet im Institute for Electronic Business hier in Berlin. Sie haben dort den Bereich Forschung und Beratung geleitet. Sie haben oder sind gerade dabei, eine Vertretungsprofessur an der Hochschule Anhalt zu übernehmen, und zwar einen Masterstudiengang zum Thema digitale Kommunikation. Und Sie sind jetzt Projektleiter aktuell auch am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Dort leiten Sie das Projekt Internetbasierte Innovationen. Kurz noch zum Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Ein Ziel des Institutes ist, wie beeinflusst das Netz das Leben der Menschen, oder andersrum, wie wirkt sich Digitalisierung auf den Alltag von uns allen aus? Sie haben da prominente und gut, tolle Partner, Universität der Künste in Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin, das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg, und Sie werden auch finanziert von Google, von dem Unternehmen Google. Und vielleicht können wir da, werden Sie ein paar Worte auch nachher noch darüber verlieren. Wir möchten uns aber weniger dem Phänomen Google zuwenden, als lieber dem Phänomen Fabriken für alle, revolutionieren 3D-Drucker und Open-Source-Produktion unser Leben. Was genau 3D-Drucker sind, ja, Sie haben hier extra ein Exemplar mitgebracht und vielleicht werfen wir das nachher auch an. Also das ist ein 3D-Drucker, was sich dahinter noch verbirgt, das werden Sie uns nachher erzählen, warum wir das aber auch machen. Und Peter Siller hat da auch schon die einleitenden Worte dargelegt. Das ist die Frage, die wir auch in dieser Einladung geschrieben haben. Also die Frage mit den 3D-Druckern, sollte es tatsächlich gelingen, die Geräte für den Massenmarkt serientauglich zu machen, würde das, davon ist der Ökonom Hendrik Sent überzeugt, eine Revolution auslösen. Denn 3D-Drucker könnten einmal so etwas sein wie kleine Universalfabriken, die im Prinzip alles herstellen können, von der Kaffeetasse über den Turnschuh bis zum Notebook. Das ist immer so eine Sache mit den Revolutionen, die Hoffnungen, die man in sie steckt, erfüllen sich meistens selten, und die Befürchtungen, die man von ihnen hat, bewahrheiten sich dann auch nicht in dem Maße. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag, Hendrik Sent. Wir werden nach dem Vortrag dann auch das Publikum, die Möglichkeit eröffnen, auch Fragen zu stellen, dass wir in einen Diskurs kommen, Open-Source-Diskussion sozusagen. Jetzt aber erstmal Vortrag für Sie, Dr. Sent. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Ja, also Revolution, jetzt steht das Wort doch im Raum. Ich glaube, ich habe jetzt 45 Minuten, um genau zu beleuchten, wie revolutionär und auf welchem Zeithorizont wir welche Form von Revolution erwarten können und dürfen. Insgesamt darf ich schon mal vorwegnehmen, dass ich dabei so ein bisschen vorsichtig bin, weil wir sind zwar im Zeitalter der Technik Utopien an Orten, die es auf der Erde noch nicht erkundet sind. Da sind die Orte uns irgendwann ausgegangen, dann sind die Utopien in die Zukunft gerückt, und jetzt ist die Technologie auf einmal, Jules Verne hatte da noch Spaß mit Technologie, und jetzt ist die Technologieentwicklung so schnell geworden, dass wir kaum hinterherkommen oder gerade vorausdenken können, aber da passiert doch zumindest etwas, was sehr spannend ist und über das es sich auch lohnt, aus ein paar Perspektiven nachzudenken. Also insofern vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Gelegenheit, darüber nachzudenken. Konkrete Utopien, ich versuche, ich habe hier jetzt doch keinen Zeitzähler in dieser Ansicht, insofern brauche ich also böse Blicke von der Technik oder sowas, wenn ich schrecklich aus der Zeit rauslaufe. Es gibt viel spannende Dinge dazu zu sagen, hoffe ich. Ich habe ungefähr so viele Folien wie Minuten für meinen Vortrag. Das heißt, zwischendrin werde ich schneller sein, zwischendrin mehr Zeit nehmen. Ich will auf jeden Fall anfangen, damit nochmal ganz kurz, die hier im Raum sind, muss ich wahrscheinlich nicht davon überzeugen, zu sagen, was so Anzeiger dafür sind, dass das eine Thematik ist, die relevant ist. Wirklich ganz konkret was sagen zu der Technologie oder den Technologien, die da im Raum stehen, und dann wirklich diese
Potenziale auch mal abklopfen, ne? Produktion, Demokratisierung der Produktion, Produktion im Wohnzimmer oder wo auch immer, ein kleiner Eigenversuch. Open Source und offene Lizenzen kann dabei eine wichtige und schöne Rolle spielen, und dann ganz am Ende dürfen wir vielleicht das bewerten und so etwas wie ein Zwischenfazit ziehen. Einer von den vielen Hinweisen darauf, dass das vielleicht Möglichkeiten in sich birgt, diese Perspektive des 3D-Druckens ganz klein und im größeren Kontext der Digitalisierung von Fabrikation, hat uns Obama bei der State of the Union Address jetzt aktuell in diesem Jahr geliefert. Das Bild ist nicht von 2013, es ist nicht ganz einfach, CC-Bilder von Obama zu bekommen. Und was hat er dort gesagt? Er hat das in einem Nebensatz mehr gesagt, dass es eine große Priorität ist, natürlich neue Jobs, insbesondere in der Industrie, zu kreieren. Und dann einen Satz später sagt er, und wir können eine Menge Sachen machen, um die Jobs wieder nach Amerika zu holen. Und eine Sache davon ist, dass in einem Institut hier in Ohio, wo gerade noch verfallene Räume waren, jetzt auf einmal 3D-Drucker stehen, und da steht das Wort revolutionieren, die Art und Weise, wie wir fast alles machen. To make almost everything, das ist ein Zitat, das hat er bewusst oder unbewusst bei Neil Gershenfield vom MIT geklaut, übernommen. Es ist alles, wir übernehmen, wir bauen auf den Schultern von Giganten auf. Auf den kommen wir nochmal zurück, der hat da erheblich zu beigetragen. Und dieses Phänomen, das findet sein Echo auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Großes Logistikunternehmen in den USA kommt auf den Gedanken, sich auf einmal 3D-Drucker in die Filialen stellen zu müssen. Ich weiß, zur Weihnachtszeit bietet uns der Spiegel an, eventuell uns selbst in klein und tatsächlich überraschender Qualität einmal ausdrucken zu lassen und den Liebsten in die Vitrine zu stellen. Ich habe es selber nicht probiert. Es gibt leider auch aus den USA natürlich Waffenenthusiasten, die meinen, das Erste, was man damit machen muss, ist eine neue Waffe bauen. Und für den letzten James Bond oder hier auch von einem Privatmann gibt es Leute, die anfangen, Teile und Anteile von Autos jetzt auch aus 3D-Druckern zu holen. Was da genau aus dem 3D-Drucker kommt im Moment, was nicht, können wir dann nochmal besprechen. Und was ich schon ganz gut finde, um die Bedeutsamkeit und auch die interessanten Einsatzpunkte dieser Technologie zu bewerten, ist, dass die NASA einen Auftrag an eine kleine Firma, die auch auf dem NASA-Compound sitzt, gegeben hat, Made in Space. Und was ist deren Auftrag? Sie ahnen es, einen 3D-Drucker genau für den Einsatz im Weltraum zu schaffen. Und Sie können sich vorstellen, es gibt wahrscheinlich keinen Ort, nicht auf der Welt und auf der Welt erst recht nicht, wo es ärgerlicher ist, den entscheidenden Schraubenzieher oder die Mutter vergessen zu haben. Oder wer den Apollo 13-Film gesehen hat, da gibt es diese ikonische Szene, wo denen oben der CO2-Filter gerissen ist und dann unten auf der Erde überlegt wird mit den Materialien, die sie haben. Und dann schmeißt ein Ingenieur all diese Materialien auf den Tisch und sagt, Leute, ihr habt jetzt noch 30 Minuten, so lange können die da noch atmen oder so. Wir müssen einen neuen CO2-Filter bauen. Und sie ahnen, das ist wirklich eine Einsatzmöglichkeit, die hochrelevant ist, wenn wir fernab von anderen Ressourcen auf einmal anfangen können, Dinge herzustellen. Da sind wir natürlich auch schon wieder in fragwürdigen Kontexten, aber Sie können sich vorstellen, auch beim Militär, im Kundus oder so, ist es ganz interessant, wenn man sich manche Ersatzteile nicht erst lange liefern lassen muss, sondern ziemlich schnell vor Ort machen lässt. Wir kommen gleich zu wieder erfreulicheren Kontexten. Warum diese schreckliche Aufregung in diesen Tagen? Das ist das Patent, das Scott Crump 1989 beantragt hat in den USA. Das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis dem stattgegeben wurde. Und das ist 20 Jahre später, im Jahr 2009, abgelaufen. Das hat noch so ein bisschen, auch so eine Jules Verne-Anmutung hier nochmal. Vielleicht ganz schön, was beschreibt er in diesem Patent? Einen Automaten, der aus einem Lager einen Stoff entnimmt und diesen Stoff in möglichst feinen Bahnen aufträgt, und dann sieht man da bei Nummer 40a, glaube ich, sowas, was man, ich weiß nicht, als eine Coca-Cola-Flasche interpretieren kann oder sowas. Das war also die Idee, die er hatte. Mit dieser Idee und vielen anderen Ideen in diesem Kontext ist er auch wirklich reich und groß geworden mit der Firma Stratasys.
Und dieses Patent, und da sind wir gleich schon bei den offenen Lizenzen, um dieses Patent, ich weiß nicht, Sie haben alle wahrscheinlich auf der Strecke nicht so besonders viel davon gehört. 3D-Drucken insgesamt ist überhaupt nicht neu. Das gibt es seit 30 Jahren. Es werden verschiedene Dinge gedruckt in der Medizin, Kieferteil, eventuell Zahnimplantate, Prototypen vor allen Dingen für Industriedesigner und so weiter. Dass das Thema aber in die Nachrichten kommt und so groß auf dem Tapet ist, ist seit 2009 meines Erachtens erst der Fall. Und warum? Weil nämlich hier die Blockade für eine breite verteilte Investition weggefallen ist, nämlich das Patent auf einem ganz interessanten, entscheidenden Teil der Geschichte, nämlich dem, jetzt sehe ich meine nächste Folie nicht, aber ich weiß ungefähr, was als nächstes kommt, dem Schmelzschichtungsverfahren. Es gibt ganz unterschiedliche Verfahren. Schmelzschichtungsverfahren, Fused Deposition Modeling, wie es auf Englisch heißt, FDM, ist eben genau dieses Verfahren, wo ein Drucker, wie der da unten, den Sie dort auch sehen, ein Material zugeführt bekommt und dann in haarfeinen Würstchen, oder vielleicht können wir da ein anderes Wort für finden, also sie sind dicker als Haare, eher wie ein Blatt Papier, Strängen aufeinander legt und daraus Dinge zusammenbaut. Der kann ansetzen und auch wieder absetzen. Sie können sich vorstellen, damit kann man viele Sachen drucken. Manche Sachen kann man auch nicht drucken, zum Beispiel Dinge, die einfach frei im Raum stehen sollen und da drin wiederum Dinge haben. Denn mit diesem Schmelzschichtungsverfahren müssen wir immer an etwas dran kleben. Ja? Und die Dinge, die Sie da sehen, jetzt in den Bildern, das sind halt alles Dinge, wo man ganz gut das Schicht für Schicht aufbauen kann. Es gibt andere Verfahren, wie zum Beispiel Stereolithografie, da ist das anders. Da kann ich etwas freier, zum Beispiel aus einer Flüssigkeit raus Dinge generieren oder aus einem Lasersintern, aus einem Pulver. Da das Patent allerdings für dieses Schmelzschichtungsverfahren gefallen ist, haben wir im Moment eine Bewegung, wo im Prinzip jeden Monat ein bis mehrere Drucker auf den Markt kommen und die werden immer günstiger, höher in der Auflösung und hoffentlich eines Tages auch schneller. Und deswegen, glaube ich, nimmt das jetzt eben auch Fahrt auf. Wie passiert das? Nehme ich mir jetzt nicht so viel Zeit für. Wir brauchen irgendwie ein Modell. Dafür können wir klassische Software nehmen oder auch es einfach scannen. Inzwischen sind wir auch an einem Punkt, wo wir 3D-Scanner haben. Mehr oder weniger gut. Hier, wer unbedingt Lust hat, sein Gartenzwerg zu scannen, der tue das mit diesem Gerät. Es gibt die in sehr hoher Auflösung, womit man zum Beispiel auch in einem Museum dann spannende Konservierungsarbeiten vornehmen kann. Wir müssen eine Datei für diesen Drucker erzeugen. Das Verfahren, das im Moment das übliche Verfahren ist, und auch hier sehen wir insgesamt so ein bisschen wieder repliziert die Entwicklung der Drucker. Adobe ist groß geworden mit der Dateiformat, das damals zu diesen ersten Druckern gehörte, die dann auch in die Konsumentenanwendung gekommen ist. Das ist eine entweder Surface Tessellation Language oder Stereolithografie Format, und dieses Tessellation-Kachelung ist wie ein altes Mosaik, was wir da machen. Wir setzen Objekte aus lauter Dreiecken zusammen, und diese Dreiecke haben gerade Kanten, und Sie wissen, wenn man eine Krümmung haben will, dann muss man nun entweder unendlich viele Dreiecke machen oder gewisse Ungenauigkeiten in Kauf nehmen. Das ist eines der Probleme. Das nächste Problem ist, wenn diese Dreiecke nicht aneinander passen in der Datei, warum auch immer, dann haben alle weiteren Programme ein Problem damit. Oder die Dreiecke haben auch so einen Vektor da drauf, der ihnen ansagt, was ist eigentlich innen und was ist außen. Und wenn eins der Dreiecke in die falsche Richtung zeigt und sagt, hier außen bau jetzt mal bitte mehr an, dann können Sie sich vorstellen, haben Sie ein Modell, das ganz schrecklich aus dem Ruder läuft, und so ist es dann auch in der Realität. Es geht immer mal einiges schief. Wenn es dann gut geht, dann können wir das in ein Druckprogramm übertragen. Und das ist hier ein Foto wirklich aus dem Drucker. Hier ein Armbandreif ist da rausgekommen, das ist so quasi das Äquivalent der Testseite, die das erste Mal aus dem Drucker, aus dem Tintenstrahl- oder Laserdrucker kommt, kann man dafür nehmen. Eine bissige Bemerkung und völlig gerechtfertigt ist an der Stelle, als wir mit Drucken angefangen hatten wir die Lutherbibel, die für die Revolution gesorgt hat, und jetzt drucken wir in erster Linie Tinef. Und die Frage ist, ob wir jetzt eine Tinef-Revolution erwarten müssen. Es fehlt also noch etwas Kontext. Bleiben wir dabei stehen? Nein, ich bin immer noch beim Schmelzschichtungsverfahren. Ich werde später noch mal zu ein paar anderen Verfahren was sagen. Womit arbeiten wir überhaupt? Ein Plastik, was man nehmen kann, ist ABS. Das ist das, was Sie auch kennen vom Lego-Spielzeug Ihrer Kinder. Das andere ist PLA, Polylactide,
Milchsäuren, das ist das, mit dem dieser Drucker hier baut. Der Vorteil ist, unter ganz besonderen Bedingungen zerlegt sich das wieder. Wenn wir daraus eine Tüte machen und in den Ozean werfen, dann ist sie da genauso wenig gebraucht wie andere Dinge auch. Man kann aber mit Schmelzschichtung, mit einem anderen Drucker, auch ganz absonderliche Dinge wie zum Beispiel Schokolade oder Silberpaste, die dann leitend ist. Das ist also ein Keks in dem nächsten Bild. Ja? Käse, Cake Frosting, weiß jetzt nicht, was das deutsche Wort dafür ist, Pasten aller Art, Gips ausdrucken. Es gibt erste Materialien oben rechts, die versuchen, eine Haptik und einige Eigenschaften von Holz zu wiederholen. Unten links haben wir Zement, dann haben wir Materialien, die sich auflösen, um dieses Problem zu beheben, dass ich nicht Dinge drucken kann, die frei im Raum stehen. Das ist dieses Kugellager, da ist das dann so halb abgelöst. Und Schuhe, ja wirklich, also flexible Materialien sind auch nicht das große Problem. Das große Problem oder das, was wir uns wünschen, ist unten rechts die Recyclingtonne. Also damit das alles Sinn macht, komme ich auch nochmal später dazu, wollen wir eigentlich natürlich die Plastiktüten, die wir überall auf der Welt rumfliegen haben, nehmen und daraus Dinge drucken, sind wir gerade auf dem Weg. Was drucken wir damit? Irgendwie hat sich eine Kaffeetasse ins kollektive Gedächtnis gegraben. Vielleicht hat der Nutzer Nuevo Rojos von Vimeo dazu beigetragen, weil er so einen sehr schönen und auch sehr utopischen Film gemacht hat, in dem eine Kaffeetasse kaputt geht, an der viele Gedanken hängen und dann wird erzählt, wie man diese Kaffeetasse in der Zukunft also verschiedentlich wieder generieren kann. Und Christoph von der Sendung mit der Maus war also neulich auch bei den 3D-Druckern, der hat sich auch eine Tasse machen lassen. Insgesamt würde ich aber sagen, Kaffeetassen für die Welt, das ist genau nicht das Problem, was wir mit 3D-Druckern in erster Linie lösen wollen, sondern Losgrößen unter 500, insbesondere Losgröße 1. Wenn wir Dinge nur einmal brauchen, und gerade bei Kaffeetassen weiß ich jetzt nicht, wer von Ihnen unbedingt die eigene Kaffeetasse braucht, vielleicht eine Figur nochmal von Ihnen, die aussieht wie Superman, zum Lächeln eine Losgröße 1, ein Ersatzteil für ein Auto, meinetwegen, oder eine Waschmaschine, wie hier so eine Benzinverteilerkappe, das ist etwas, was man eventuell nur noch sehr, sehr selten braucht und was dann sehr spannend ist, vor Ort wirklich herstellen zu können. Und dann sind wir inzwischen auch bei medizinischen Anwendungen, wie zum Beispiel Exoskeletten für Kinder mit einer Muskelschwächekrankheit, die sind relativ teuer herzustellen. Es gibt, die Kinder wachsen die ganze Zeit. Es ist natürlich, das Beispiel selber kommt auch von Stratasys aus den USA und die haben das sehr herzerwärmend erzählt in dem Film. Ich glaube, es macht aber trotzdem, zeigt in eine Richtung von Anwendungen, wo wir eben genau Losgröße 1 haben, Dinge, die wir direkt am Körper haben, die dann auch passen sollen. Fabrikation für alle, Revolution, Jean Pütz hier, schon seit den frühen 70ern und ich bitte darauf zu achten, wie er doch etwas aufrührerisch und revolutionär den Mittelfinger nicht in die Welt, in die Höhe reckt, aber doch zumindest an den Schalter legt. Das Thema ist nicht neu, Produktion im Wohnzimmer, und es ist trotz des Augenzwinkerns relevant. Der Homebrew Computer Club in den USA, gegründet 75, hatte zwei Mitglieder, die auf ihrer Strecke dann unglaubliche Reichtümer aufgeschichtet haben, Steve Jobs und Steve Wozniak, haben Apple gegründet und haben ihre ersten Apple-Computer, die sehen eben auch wirklich sehr handgemacht aus, damals noch so mit Holzteilen wirklich, im Homebrew-Computer-Hobby-Club angefangen zu entwickeln. Es gibt Produktion oder Invention im Wohnzimmer ist nicht besonders neu, das Thema nimmt aber im Moment doch wieder Fahrt auf, der O'Reilly-Verlag hat hier eine Zeitschrift aufgelegt, Make Magazine, die sich komplett eben genau der Frage widmet, wie kann ich Dinge selber herstellen. Dadurch, dass wir Teile im Computer machen können, wird das jetzt doch etwas leichter. Mit welcher Ressource können wir hier oder wovon können wir ausgehen? Wie viele Leute sind daran überhaupt interessiert? Eric von Hippel hat 2011, 2012 ist es dann, glaube ich, publiziert worden, eine repräsentative Befragung in Großbritannien gemacht, die ist inzwischen repliziert worden, mindestens in den USA und in Japan. Und jeweils kommt raus, dass so ungefähr eine gut einstellige Prozentzahl der Leute in Privathaushalten in ihrer Eigenschaft als Laie anfangen, Produkte zu entwickeln und zu verändern. Und die haben da relativ streng nachgefragt. Also eine Software zu installieren, ist nicht eine Produktinnovation. Wirklich etwas zu entwickeln für meine Hand, in der ich vielleicht Probleme habe, mit der ich schlecht greifen kann, für meinen Hund, der Probleme hat und die Tür nicht aufbekommt. Das sind Produktentwicklungen, die konnten hier gelten.
Er macht dann eine etwas waghalsige Rechnung, auf die wir vielleicht in der Diskussion eingehen können, und rechnet aus, dass das Budget, das die Leute einbringen, anderthalbmal so hoch ist wie das von Firmen, die gleichzeitig in Großbritannien oder im Vereinigten Königreich Produktentwicklung betreiben. Und er ist inzwischen der Meinung, das glaube ich, können wir hier auch annehmen, dass diese Entwicklungen eher komplementär zu dem sind, was große Firmen machen. Das heißt, es ist weniger die Waschmaschine, sondern mehr eben genau die besondere Gabel, die man entwickeln wird. Und Diffusion, ein ganz entscheidender Punkt, ist, hat er festgestellt, ungefähr 17% dieser Dinge, über die sich Leute Gedanken gemacht haben, werden später nochmal wiederverwendet. Ein Vergleich, den man überhaupt nicht machen kann, den ich aber trotzdem anstrenge. Zwei Forscher, gerade frisch rausgekommen, haben sich mit einer Community von Leuten beschäftigt, die daran arbeiten, selber Drucker zu bauen, die sich dann selbst wiederum bauen können. Und dort haben sie geguckt, okay, was für Leute machen da überhaupt mit, wie gut sind die und wie oft werden diese Innovationen wiederverwendet. Und das ist eigentlich hier jetzt gerade nur die einzige Zahl, auf die ich mal eingehen möchte, obwohl es noch eine schöne Randbemerkung gibt. Und das ist nämlich hier, wie gesagt, überhaupt nicht vergleichbar. Nur in dieser Community trotzdem 40% der Erfindungen, die die Leute gemacht haben, werden nochmal verwendet. Und das ist auch relativ gut nachvollziehbar, denn in dem Moment, in dem sowas im Internet natürlich stattfindet und nicht im Wohnzimmer, habe ich eine viel größere Sichtbarkeit. Eine Möglichkeit, es überhaupt wieder zu verwenden, ist wesentlich besser. Randnotizen haben wir jetzt keine Zeit für. Eine Plattform, die sich dem verschrieben hat, ist, man kann es vielleicht als einen Napster der Dinge bezeichnen, Thingiverse. Bei Thingiverse muss man wissen, dort sind nur Entwürfe, Designs für Objekte mit quelloffenem Lizenzmodell, also mit offenem Lizenzmodell, nicht quelloffenem, drin. Das heißt also, jeder kann diese Produkte selber erstmal ausdrucken und für sich selbst verwenden. Man muss wissen dabei, oben links steht MakerBot Thingiverse. Das hat die Firma MakerBot nicht ohne Grund gemacht, weil wir natürlich in einer Situation sind, wo so ein 3D-Drucker im Wohnzimmer erstmal relativ wenig hilft, sondern ich brauche auch Entwürfe dafür, dass ich den irgendwie nutzen kann. Und in der Hauptsache werde ich diese Entwürfe nicht selbst machen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich eine Plattform habe, wo Leute auch Entwürfe einstellen, ist der Drucker wesentlich mehr wert, und so eine Plattform wächst wahrscheinlich dann relativ gut, wenn sie offen gemacht ist. Dafür spricht jetzt einiges. Das Problem ist eben genau, dass diese Plattform damit auch Thingiverse gehört, die Plattform, nicht die Entwürfe. Und Thingiverse gerade von dem Scott Crump oder seiner Firma gekauft worden ist oder beziehungsweise MakerBot gerade gekauft worden ist und wir in einer ganz anderen Situation sind oder jetzt natürlich nicht wissen können, wie es weitergeht mit dieser Plattform, was auch für Unruhe sorgt. Wenn wir uns gerade so Grafiken angucken, wie sieht die Beteiligung aus? Wir haben im Institut einfach mal selber geguckt, wie viele Entwürfe sind denn wirklich auf der Plattform? Und da sieht man, das kann man interpretieren als den Anfang von so einem Hockey Schläger, also wenn man das jetzt weiterzeichnet, dann geht es vielleicht nach oben. Genauso sieht es aus, wenn man die Verkaufszahlen von 3D-Druckern für den Konsumentenbereich gerade anguckt. Dazu muss man natürlich immer sagen, so sahen die Grafiken von MySpace auch aus, als Rupert Murdoch MySpace gekauft hat. Also wie das jetzt weitergeht, wird die Zukunft zeigen. Im Moment haben wir erstmal, wir können bis heute ein doch eher exponentielles Wachstum konstatieren. Was passiert dort? Ein kleines Beispiel von, das nähert sich so gerade 100.000 Entwürfen, die dort zu finden sind. Und ein Problem, das ich wirklich auch habe, also man kauft viele technische Geräte, die man heute kauft, kommen mit Kopfhörern. Und diese Kopfhörer sind dann irgendwie immer verknotet in der Tasche und man weiß nicht, was man damit tun soll. Und ich bekomme selten da etwas Sinnvolles, um mit diesen Kopfhörern umzugehen. Und da gibt es jede Menge Designs, wo sich Leute wirklich gute Gedanken darüber gemacht haben, wie man die Kopfhörer bändigt. Das hier ist eins davon, das kommt so auch wirklich aus diesem Drucker raus, die sind dann noch so schön eingeklappt und geschützt. Ein anderer Nutzer hat gesagt, bei seinem neuen iPhone, die Hörer, die dabei waren, die rutschen ihm nun schrecklich aus den Ohren raus. Ich weiß nicht, wie der medizinische Terminus für diese Delle im Ohr ist, die war bei ihm zu groß. Was hat er gemacht? Er hat sich hingesetzt und einfach so einen Bügel dazu entworfen und gedruckt, der dafür sorgt, dass sie jetzt etwas besser drin bleiben. Es gibt Kopfhörer, die kommen gleich schon so mit diesem Bügel dran. Nichts Wahnsinniges. Oder jemand, der mit Hemd ohne absonderliche Klemmen auskommen will und sein Mikrofonkabel in der Nähe des Mundes behalten werden, während er rummachen will. Also nochmal, die Gutenberg-Bibel ist das überhaupt nicht. Aber es entstehen durchaus spannende Sachen und Leute haben die Möglichkeit, etwas auszutesten, anderen zur Verfügung zu stellen und eventuell auch besser machen zu lassen.
Wenn wir jetzt heute uns fragen müssen, ist denn schon der Punkt gekommen, wo wir den Drucker ins Wohnzimmer stellen wollen? Das war auch, ich suche hier nochmal den Vergleich zur Geschichte der Heimcomputer und der Firma Honeywell, die 1969 entschieden hat, die Zeit ist reich für einen Homecomputer und der sollte nämlich in der Küche stehen. Der hat damals $10.000 gekauft. Mir ist nicht bekannt, dass er einmal verkauft worden wäre und der sollte eben Rezepte verwalten und ich glaube, auf die wurde binär zugegriffen und das war also noch nicht der Zeitpunkt, an dem die Homecomputer ins, achso, und das Ding hat auch noch 100 Pfund gewogen, also es war insgesamt schwer zu bedienen. Vielleicht sind wir gerade an dem Punkt mit den 3D-Druckern. Herr Wittbrock aus Michigan hat zusammen mit Kollegen hat mal versucht, so eine Rechnung zu machen, ist das denn rentabel und hat 20 typische mit Fragezeichen Haushaltsprodukte sich ausgesucht, die ein Haushalt im Verlauf eines Jahres brauchen könnte. Und da drin hat er so typische Dinge wie ein Löffelhalter, den ich jetzt zumindest für den deutschen Markt eher weniger typisch empfinde. Und Einlegesohlen, von denen ich auch nicht glaube, dass man die selber machen kann, aber auch andere Dinge, die mehr Sinn machen. Sie können es, ich habe die Quellen da unten selber nachlesen, Wittbrock und Co. Lifecycle Economic Analysis of Distributed Manufacturing. Und sie kommen zu dem Schluss, und da auch nochmal besonders in den USA, USA ist ein Flächenland, Versandkosten, gerade bei kleinen Dingen, die man braucht, machen oft den Großteil der Kosten von kleineren Dingen aus, dass sich so ein Drucker nach vier Monaten bis zwei Jahren amortisiert. Am Ende des Vortrags können Sie vielleicht selber entscheiden, ob der Tag wirklich schon gekommen ist für uns. Um überhaupt sinnvoll mitreden zu können und das auch beurteilen zu können, Produktion im Wohnzimmer, haben wir uns im Humboldt-Institut gesagt, okay, wir müssen es einfach selber ausprobieren und haben die Köpfe zusammengesteckt, hatten dafür jetzt auch nicht so besonders viel Zeit und haben überlegt, was können wir machen. Ich hätte eigentlich gerne Brillen gemacht, weil Brillen nun genau etwas ist. Ich trage eine Brille von einem von einem Marktführer, den ich überhaupt nicht besonders schätze, aber ich habe einen sehr großen Kopf und es gibt sehr wenig Leute, die da wirklich Brillen für herstellen. Ich nehme auch immer gerne Hinweise an für andere Leute, die das besser machen. Das wäre natürlich genau eine Anwendung für so einen 3D-Drucker. Der hier ist noch längst nicht so weit, dass man da besonders ordentliche Brillen rausbekommt. Spielzeug war noch mit im Raum und Lampen. Wir haben uns auf Lampen geeinigt. Wir haben angefangen, Lampenentwürfe gemacht, nächtelang versucht, mit 3D-Programmen umzugehen. 10 Stunden dauert sowas mal schnell zu drucken und dann kommt es leider schräg raus. Ich habe das am Anfang gesagt, ne, wenn diese Dreiecke nicht so richtig zusammenpassen, dann dreht das Ding völlig durch und macht auf einmal so Fäden durch die Lampe oder dann entscheidet es sich irgendwie mit dem Druckkopf das Häschen umzuhauen. Das sieht dann irgendwie aus wie Kunst, aber auch nicht so toll. Oder das hat da drinnen so ein, dieses Besondere, nur dieses Schmelzschichtungsverfahren braucht eine Oberfläche, auf dem das Material klebt, aber nicht zu sehr klebt, damit ich es am Ende abmachen kann, aber auch nicht zu wenig, damit der Druckkopf nicht mit dem Ding rumfährt. Das sieht dann nämlich so aus. Auch wieder sehr interessant. Internet ist voll mit Bildern von schiefgegangenen 3D-Drucken. Eine neue Objet-Trouvé-Sorte. Aber irgendwann sind wir dann rausgekommen und haben tatsächlich Lampen bekommen, die für uns einigermaßen akzeptabel waren, haben auch einen Markttest im Wortsinn gemacht, das griechische Fernsehen war da, das war ein Zufall, haben mit Leuten darüber gesprochen, unter welchen Bedingungen sie sowas eigentlich interessant und akzeptabel finden. Insbesondere Lehrer und Künstler waren daran interessiert, aber es war natürlich überhaupt keine repräsentative Zielgruppe. Haben uns überlegt, was kann man damit noch machen, zum Beispiel einen Fuß, den man aus Beton gießt, die Form können wir selber drucken, den Beton muss man natürlich reingießen und dann kommt so eine Lampe raus und ein erschöpfter 3D-Drucker, also der war dann auch zwischendrin mal am Ende, aber wir haben tatsächlich jemanden gefunden und da hat es dann auch den Institutsteil verlassen, weil das ein gemeinnütziges Institut nicht mehr machen kann, das hat ein Kollege als GbR gemacht, dem wir einfach mal eine Handvoll von diesen Lampen gegeben haben und davon wurden auch welche wirklich verkauft. Also so nebenher auf der Seite, Produktion nicht im Wohnzimmer, aber im Büro, neben den anderen Projekten, die es zu tun gibt, war an der Stelle wirklich möglich. Das muss ich gegenüber der Haushaltsproduktion hier, kann ich hier so sagen. Utopie nochmal, Utopien, zumindest früher haben sie sich davon unterschieden, dass sie ordentliche Außenwände brauchten, das hier ist Campanellas Sonnenstaat, das war also entweder Insel oder Insel plus Mauer, also wir brauchen irgendwie eine Unterscheidung von der äußeren Welt, die Welt ist erkundet und der Raum wird es nicht so sehr sein, vielleicht finden wir das hier, das utopische Element eben genau
auf der Ebene der Lizenzen, mit der wir arbeiten. Und warum ist das besonders spannend? Ich behaupte jetzt einfach mal, in dem Moment, in dem diese Drucker ans Internet angeschlossen sind und so auch funktionieren, gelten auf einmal zumindest in Teilen Gesetze der Informationsökonomie oder Mechanismen der Informationsökonomie auch für die Produktion von physischen Gegenständen. Das heißt also erstens positive Netzwerkexternalitäten. Das ist diese Geschichte, je mehr Leute ein Telefon haben, desto mehr Sinn macht es, ein Telefon zu beschaffen, weil ich dann auch mehr Leute anrufen kann. Und je mehr Leute Amazon auf der Plattform hat, desto mehr Kundenbewertungen gibt es und desto besser finde ich eine Bewertung von meinem Buch und desto wertvoller wird die Plattform für mich. Und das gilt für Skype und das gilt eben genau auch für Plattformen wie Thingiverse und Sie sehen es und es gilt eben dann auch jetzt für die Drucker, die mit diesen Plattformen zusammengehören. Wir haben ziemlich hohe Kosten der ersten Einheit bei digitalen Elementen. Ne? Wenn ich einmal einen Film drehe, dann ist das relativ teuer meistens. Wenn ich den dann über welchen Kanal auch immer weiter distribuiere, nehmen wir mal iTunes, dann sind die Grenzkosten vernachlässigbar. Beim Drucker gilt das zumindest für den digitalen Entwurf. Und wir haben auch Wechselkosten. Das heißt, wenn ich mich einmal an so ein System gewöhnt habe und da ein paar Verträge eingegangen bin, zum Beispiel so einen Drucker gekauft habe, der jetzt besonders gut mit einer Plattform zusammenarbeitet, dann wird es für mich schwieriger, da auch wieder rauszukommen. Das sind alles Mechanismen, die große Anbieter besonders belohnen durch zunehmende Skalenerträge. Und dann gibt es noch zusätzlich das Phänomen der Medienkonvergenz. Früher hatten wir für alle unterschiedlichen Medien, die wir gemacht haben, unterschiedliche Mechanismen, die herzustellen. Jetzt haben wir die universelle Medienmaschine. Der Computer macht das alles und unsere Telefone hier in der Tasche sind auch dafür in der Lage. Und ich habe vor kurzem noch selber mit so einem Tablet versucht, ein 3D-Bild von meiner Tochter zu machen, die gerade schlief, weil ich dachte, das wäre irgendwie vorteilhaft. Weiß nicht, ob ich das jemals brauche. Das heißt also, die Gegenstände der Welt, die physischen Gegenstände, wachsen jetzt zunehmend auch in unsere Medienwelt rein und gehören eben auch zu der Medienkonvergenz. Was hat Medienkonvergenz bewirkt bislang? Ich behaupte mal eine massive Amateurisierung neben der Konzentration. Das heißt also in Filmproduktion, in Musikproduktion, in Fotoproduktion, überall tun sich die Marktbeherrscher so ein bisschen schwer und erleben gerade eine unangenehme Zeit. Wir Konsumenten erleben eine angenehme oder spannende Zeit, weil auf einmal ganz viele spannende Amateurformen von Produktion in den Markt kommen, Mischformen. Und es gibt auch eine relative Durchlässigkeit von Leuten, die sich professionalisieren. Das heißt, also produzierende Konsumenten können sich schon leichter beteiligen. Und dann gibt es noch was Schönes wegen dieser geringen geringen Grenzkosten. Informationsgüter haben erstmal keine Rivalität. Das heißt, wenn ich ein MP3-Musikstück höre, dann stört Sie das nicht, dann können Sie das genauso hören. Wenn wir uns dann darauf einigen, dass wir sagen, okay, wenn das so ist, dann haben wir eine besonders schöne Situation, eine hohe Wohlfahrt in dem Moment, in dem das einmal gemacht ist, in dem wir alle daran beteiligen, dann können wir digitale Almenden schaffen, also ein gemeinschaftliches Eigentum von digitalen Gütern, wie zum Beispiel Wikipedia, zu der wir alle beitragen können. Jukai Benkler hat das in der Tiefe analysiert und aufgestellt. Und das ist eben genau die Idee von Open Source und die Frage, die am Beispiel von Software auch schon ziemlich detailliert erforscht worden ist, denn da haben wir genau den Fall, für Wikipedia gilt das, aber es gilt genauso für die Server, auf denen Wikipedia läuft. Zu großen Teilen sind diese Inhalte, seien es Programme oder Texte oder Bilder, von Leuten beigetragen worden, die dafür keine monetäre Entlohnung bekommen. Und das war in den letzten 10 Jahren am Anfang für ein paar Ökonomen ein Rätsel, wie man denn was machen kann, ohne Geld dafür zu bekommen. Kam ziemlich schnell raus, es gibt jede Menge Dinge zu tun, ohne Geld dafür zu bekommen. Das meiste, was wir am Tag machen, behaupte ich mal, tun wir, ohne Geld dafür zu bekommen. Vieles, weil es einfach Spaß macht. Wichtigster Motivator, Linus Torvalds, just for fun, hat er gesagt. Gibt aber auch nochmal andere Effekte, Signaling-Effekte, das heißt, in dem Moment, in dem ich zu einem Softwareprojekt etwas beisteuere, kann ich eventuell auch zeigen, was ich alles kann das eventuell in einer Firma weiterverwenden und so weiter. Und Firmen haben unterschiedliche Mechanismen gefunden, um da drinnen wunderbar Geld zu verdienen, ohne Programme selbst zu verkaufen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, das heißt, Sie können eventuell das nehmen, um in einen Markt einzusteigen, Sie können Teile von Code veröffentlichen
Oder Sie können es je nach Gebrauch unterschiedlich lizenzieren, wie bei einer großen Datenbank. Das heißt, in dem Moment, in dem ich es als Privatperson nutze, ist es kein Problem. Wenn ich es weiterverkaufen will, dann muss ich dafür bezahlen. Das ist relativ gut erforscht worden. Und das vielleicht spannende Neue ist, dass jetzt auf einmal auch Firmen auf dem Markt sind, wie vor kurzem die Firma, die diesen Drucker hier hergestellt hat, die gehört jetzt nicht mehr im Kern ganz dazu, aber die Firma Ultimaker Limited aus den Niederlanden, die macht es nach wie vor so, die verkauft einen Drucker, den Ultimaker, und sagt, hier ist der komplette Bauplan, das sind die Teile, ihr könnt die Teile selber bestellen und es einfach selber zusammenbauen. Und wir sind übrigens gespannt, was dabei rauskommt, wenn ihr es macht, weil wir dann lernen, was gut funktioniert hat und was ihr besser machen würdet. Oder ihr bestellt von uns einfach nur einen Kasten, in dem die ganzen Teile sind, wo ihr dann nach dem Weihnachtsfest die nächsten 2 Monate damit verbringen könnt oder 3 Tage, je nachdem, wie fit man ist, das Ding zusammenzubauen. Oder ihr kauft einfach den Drucker selbst. Das sind die 3 Möglichkeiten, die Ultimaker anbietet. Und das funktioniert. Also die Zahl, die ich hier habe, und ich habe keine Quelle dran, die sollen angeblich ungefähr 100 Drucker pro Woche verkaufen für ca. knapp 2000 Dollar. Ist das nicht wahnsinnig viel? Auf der anderen Seite ist das schon eine ganze Menge. Und es gibt, vielleicht kommen wir in der Diskussion auch darauf, auch ganz spannende Schutzmechanismen, wie die Community dieses Unternehmen doch auch gegen Angriffe dann verteidigt. Insgesamt, das Stichwort Ökosystem hatte ich am Anfang schon mal kurz genannt. Ein Drucker alleine hilft mir überhaupt nicht, sondern ich brauche jede Menge komplementärer Produkte und Leistungen. Ich habe kurz darauf gesprochen, was für Materialien ich da überhaupt reinwerfen kann. Ich brauche vielleicht Plattformen, aus denen ich interessante Gegenstände bekommen kann. Ich brauche Software, um diese Dinge zu entwickeln. Und wenn man da drauf kommt, behaupte ich, sieht man gerade eine Welt, die ganz spannend bedient, die ganze Bandbreite zwischen Open Source Angeboten, wie zum Beispiel Blender, was ein Konstruktionsprogramm ist, was komplett Open Source ist, oder völlig geschützten Programmen wie Rhino, Plattformen, die komplett offen sind oder über die längere Strecke geschützt, wie Shapeways oder irgendwo dazwischen, und Drucker, die komplett offen oder komplett geschützt sind oder irgendwo dazwischen. Sie können sich vorstellen, als MakerBot gekauft wurde und den Schritt gemacht hat, sich jetzt schrittweise zu schließen, gab es natürlich in der Community von den Leuten, die dazu beigetragen haben, dass der so gut geworden ist, wie er jetzt ist, schon einige Unruhe, und das kann man auch nachvollziehen. Wenn ich über Visionen hier in dem Kontext sprechen darf und Sie irgendwann mal einen Tag haben, an dem Sie gute Laune brauchen, dann empfehle ich Ihnen, das Global Village Construction Set anzugucken. Das ist Marcin Jakubowski, ein Mensch, der mit viel Preisen behängt ursprünglich Physiker war und dann entschieden hat, dass Kernphysik bringt die Welt jetzt nicht so entscheidend weiter. Was wir brauchen, sind eigentlich Geräte, um überhaupt den vielen Menschen, die in der Welt Hunger haben oder ganz handfeste Probleme des Alltags lösen wollen, zu helfen. Und der entwickelt eben nicht nur 3D-Drucker, sondern alles. Er arbeitet an 50 Maschinen, die man braucht, um ein kleines Dorf zu betreiben und selbstversorgend aufrechterhalten zu können, in offener Lizenz. Das sind diese 50 Teile hier. Ich habe jetzt keine Zeit, im Detail reinzugehen. Man sieht, grün ist noch nichts davon. Von blau über rosa bis braun entwickeln die sich so Stück für Stück dadurch, aber es gibt viele, viele Videos von denen, wie die da wirklich arbeiten, wie die Stück für Stück ihre Geräte bauen und daran arbeiten. Es gibt Rechnungen, die zeigen, dass so ein Traktor, wie wir ihn im Hintergrund sehen, natürlich viel billiger ist als alles, was ich irgendwo kaufen kann, und nicht unbedingt schlechter, und es hat niemand Interesse daran, dass er kaputt geht und teure Ersatzteile gekauft werden müssen. Und in diesem Kontext, Sie sehen es, der 3D-Drucker ist rosa, der 3D-Scanner daneben ist weiß, da ist noch nichts getan, ist natürlich ein 3D-Drucker auch spannend, weil wenn ich in so einem Dorf mich selbst versorgen will, dann ist es schon nicht schlecht, wenn ich manche Dinge vor Ort einfach selber herstellen kann. Eine tolle Initiative, die man gar nicht genug lobpreisen kann und die sich über jede Spende und Aufmerksamkeit freuen. Muss man so weit gehen, um Leute zu finden, die arbeiten und die sagen, okay, wir können doch viele Dinge auch einfach selber herstellen? Nein, überhaupt nicht. Von hier aus, einen, würde ich sagen, ungefähr Kilometer in der Saarbrücker Straße, steht da im Türbogen Wolf Jeschonek und seine Kollegen vom FabLab Berlin. FabLab ist eine Idee, die Neil Gershenfield, das Obama-Zitat, Sie erinnern sich, entwickelt hat, als er am MIT sehr, sehr viel öffentliche Gelder bekommen hatte und Teil dieser Gelder zur Erforschung von
neuen Herstellungstechnologien. Und in diesen Geldern ist immer auch der Auftrag für Outreach da drin. Also die müssen irgendwie rausgehen und ihre Ergebnisse publizieren und teilen mit der größeren Öffentlichkeit. Und er hat gesagt, es ist doch langweilig, einfach nur irgendwie Papier zu produzieren. Wir nehmen jetzt mal die ganzen Geräte und gehen raus und reden mit Menschen in der realen Welt darüber, wie man almost everything, also fast alles herstellen kann, und hat so ein Fab Lab gebaut. Und diese Fab Labs haben wie ein Virus sich in der Welt verbreitet und es gibt sie in jeder größeren Stadt. Wie gesagt, hier in Berlin auch jeden Tag von 10 bis 20 Uhr am Wochenende, von 12 bis 18 Uhr offen, Saarbrücker Straße 24, glaube ich. Ich empfehle das sehr. Was ist der Auftrag, den die Fab Labs sich selber gegeben haben? Ein globales Netzwerk aus lokalen Werkstätten zu sein, freien Zugang für alle Leute zu bieten, die dort mitmachen wollen, die Leute zu bilden, die dort an den Maschinen arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und eben genau keine Pistolen herzustellen. Die Dinge, die dort entwickelt werden, die müssen bitte zugänglich bleiben. Kommerzielle Aktivitäten, die dürfen durchaus stattfinden, müssen dann aber, wenn sie größer werden, einen anderen Ort finden. Das heißt, ich habe hart gekämpft gegen die Folien. Wir sind beim Zwischenfazit und dem Ausblick. Wie nah sind wir an dem Szenario, wo der Robotik-Chef die frisch gedruckten Cupcakes verteilt? Naja, mal sehen. Erstmal Eintrittsbarrieren, Prosumer und Demokratisierung der Produktion. Nochmal Rückgriff auf den Rechner. Das hier ist ein IBM-Großrechner aus den 60er Jahren. Die waren wahnsinnig groß und brauchten unglaubliche Profis, Teams von Profis, um sie zu bedienen. Das hat sich dann, ob das schnell oder langsam war, mag jeder für sich selbst beurteilen, in vielen kleinen Schritten weiterentwickelt und wir sind inzwischen an einem Punkt, wo wir das doch zumindest hier in Berlin über die längere Strecke alle zur Verfügung haben. Natürlich, das muss man ganz klar sagen, nicht alle zur Verfügung haben. Also, die Grundlagen der Informationsökonomie werden zunehmend auch relevant für die Produktion physischer Gegenstände. Die Eintrittsbarrieren sinken und wir werden sehr wahrscheinlich, oder wir beobachten jetzt gerade, und es spricht nichts dagegen, dass es so weitergeht, Dinge, die auch vorher schon in der digitalen Welt passiert sind, nämlich eine Geschwindigkeitssteigerung. Ich kann jetzt schneller ein Foto machen und daran rummachen als früher, wenn ich es erst entwickeln musste. Und das ist für alle Leute, die Produkte entwickeln, das ist bei den Maschinenbauern der Design-Build-Test-Zyklus. Also ich muss es einfach mal designen, ich muss gucken, kriege ich das hergestellt und kann ich es dann in der realen Welt testen. Und die Leute von der Designer-Plattform, mit denen wir da gesprochen haben, die waren hellauf begeistert darüber, die kannten das sonst so, wenn sie mit Designern arbeiten, dass das halt locker mal ein halbes Jahr dauert, bis sie mit dem nächsten Entwurf kommen. Und wenn man im Büro steht gemeinsam und überlegt, naja, können wir die Fassung nicht ein bisschen größer machen, es einfach einstellt, dann ist das eine andere Geschwindigkeit. Verbreiterung des Angebots. Chris Anderson hat das in vielen Anekdoten in seinem Long Tail beschrieben. Und er selber hat natürlich auch weitergedacht und hat gesagt, es spricht überhaupt nichts dagegen, ein Long Tail of Things zu haben. Also eine Verteilung, wo wir einige wenige Dinge haben, die sehr viele Leute interessieren, aber vielleicht passiert das viel Spannendere in dem Long Tail, in dem Histogramm, in der Verteilung der Dinge, die nur sehr selten gebraucht werden. Übergang zwischen Amateur- und Profiproduktion, starke Individualisierung von Produkten. Wir haben an vielen Stellen gelernt, zu denken, dass man nicht individualisieren kann. Ich glaube, da wird es ein Umdenken geben und eine hohe Innovationsrate. Wir merken das gerade durch viele Marktteilnehmer. Dann, wenn viele Leute an etwas arbeiten und es verbessern können, man das oft ausprobieren kann, dann werden die Dinge meistens besser und wir haben eine gute Innovationsrate. Das ist ein Riesennachteil an Atomkraftwerken. Da arbeiten also natürlich auch viele Leute dran, aber es darf nicht schief gehen. Deswegen können wir da auch nicht so gut lernen. Gleichzeitig Konzentrationseffekte. Es gibt jetzt schon Analysten, die genau darüber sprechen, dass diese 3D-Druckerfirmen eben genau Apple brauchen als Investor oder dass es nicht mehr besonders lange brauchen wird, bis wir ein Amazon, ein Apple oder ein Google haben, die sich auch darauf stürzen werden und die auch dort zur weiteren Konzentration führen werden. Und das ist eine Entwicklung, die gar nicht immer unbedingt produktiv sein muss. Missbrauch? Ja. Das ging in den Nachrichten rauf und runter. Man kann sich jetzt eine Plastikpistole drucken, anstatt sie auszufräsen. Das konnte man vorher machen. Es ist vielleicht etwas weniger kompliziert. Ich glaube, es gibt aber jede Menge andere Situationen, in denen das genauso relevant sein wird. Zum Beispiel Schlüssel. Praktisch alle Schließsysteme, mit denen wir heutzutage arbeiten, gehen davon aus, dass wir 3D-Gegenstände haben, die man so einfach nicht replizieren kann. Das ist relativ bald vorbei.
Und eine Anekdote ist, dass zum Beispiel die deutschen Polizeischlüssel, soll ich mir sagen lassen, für Handschellen alle eine Machart sind. Und die Konvention ist einfach, wir geben den nur den Polizisten. So, sie können den runterladen und sie können einen funktionierenden auf diesem Ding ausdrucken. So gibt es zumindest, ich habe es selber nicht gemacht, ich hatte auch keinen Zugang zu Handschellen. Also das ist anders als diese Plastikpistole, die auseinanderfällt, sobald man da eine Patrone reintut, das funktioniert. Oder was jetzt gerade eben auch passiert ist, wir sind insgesamt von unserem Denken nicht darauf ausgerichtet, dass man Gegenstände sehr leicht replizieren kann. Das haben also Leute, diesen Teil, auf den man die Kreditkarte, indem man die Kreditkarte im Geldautomaten reinschiebt, einfach hochprofessionell nochmal gedruckt, da drauf geklebt und dann natürlich ein kleiner Apparat drin gehabt und massenhaft Karten ausgelesen. Skimming heißt das. Das ist nur eine Anekdote. Das wird viel, viel breiter ein Thema werden. Sicherlich auch die Eigentumsrechte. Was gibt es für Herausforderungen auf Ebene der Drucker? Nun, erstens, Software ist so wahnsinnig durch die Decke gegangen in diesem Modus, den Benkler Commons-Based Peer Production genannt hat, weil man sie ganz gut in Module zerlegen kann, die man wieder zusammensetzen kann und in anderen Kontexten verwenden kann. Wenn wir jetzt über eine Brille nachdenken oder andere Gegenstände, die wir vielleicht brauchen könnten, ist das etwas schwieriger, im Moment zumindest, von der Software, die so in der Welt ist, zumindest für im Konsumentenmarkt und weit verbreitet, das genauso zu machen. Es gibt aber schon Ansätze, die in die Richtung gehen. Anders als bei digitalen Gütern in MP3 kann ich überall anhören und das hängt dann zwar von meinem Lautsprecher ab, aber wenn ich einen guten dran mache, dann wird es besser. Wenn ich einen 3D-Druck mache, dann ist unter anderem Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Moment noch total wichtig. Das heißt also, diese Replizierbarkeit, die ist nicht so gegeben. Und wenn mir eine Fruchtfliege auf dieses blöde Band krabbelt, dann habe ich übrigens auch ein Problem in dem Moment, in dem die da reingesogen wird. Das ist beim MP3 auch weniger ein Problem. Es ist ziemlich aufwendig. Amateurproduktion, am Anfang war das am Computer auch. Im Moment ist es ziemlich aufwendig, sich da reinzuarbeiten, wie das funktioniert. Und es gibt ganz viele Leute, die rumlaufen und sagen, das ist ja toll, wir drucken nur noch das Teil, was wir wirklich brauchen und wir haben keinen Verschnitt mehr und so weiter. Kollege von der Uni Löwen, die aus denen unter anderem auch ein großes Unternehmen iMaterialize hervorgegangen ist, die selber auch ein FabLab haben, sagt es, und wir sehen es genauso auch mit diesem Ding, das papierlose Büro ist bislang nicht gekommen, sondern wir machen jedes Jahr mehr, sägen mehr Bäume um und drucken sie mit sinnlosen Dingen voll. Und ich fürchte, dass es mindestens genauso dazu führen wird, dass Leute sinnlose Dinge drucken oder schiefgegangene Dinge drucken und wir müssen ganz, ganz schnell an den Punkt kommen, wo wir die recyceln können und wieder einfüttern können. Das Ganze wird, wir haben eine unglaublich schnelle Entwicklung gerade, im Hintergrund Picard, eigentlich sollte der einmal zu sehen sein, naja gut, und der. Wir freuen uns im Jahr 2014 darauf, dass das Patent auf Lasersinterung, Verschmelzen von Metallpulver durch Laser ausläuft. Und sich die Community von kreativen Köpfen, die sich jetzt gerade noch auf die Plastikmethode gestürzt hat, auf einmal auf die wesentlich mächtigere Methode stürzen wird. Und dann werden wir auch zum Beispiel Metallgegenstände und wesentlich höhere Auflösungen, wesentlich kompliziertere Bauteile viel besser bauen können. Und dann wird diese Pistolenproblematik auch nochmal viel relevanter, weil so gebaute Pistolen, die schießen dann auch wirklich. In der Zukunft, Druck von Körperteilen, technischen Geräten und Objekten wie Häusern, all das passiert gerade in Teilen schon, also zumindest so Knorpelzellen kann man so auftragen, wie das sein soll. Flugzeugrümpfe arbeiten Leute daran, die wirklich zu drucken und es gibt auch Leute, die Zement mit einem sehr großen Drucker einfach ausdrucken, Schicht für Schicht und davon sprechen, dass wenn dann jemand neu einzieht oder jemand auszieht, man sich einfach ein Zimmer dazu drucken kann oder auch wieder wegnehmen kann. Und da sehen wir schon, dass die Entwicklung wirklich groß ist. Insgesamt, also bei Obama, Jobs in die USA bringen oder hier eine Universität, fragen Sie mal, Oxford war es nicht, die zum Thema, was in Großbritannien mit 3D-Drucken passiert, genau dasselbe, also die Vereinigten Königreiche werden ihre Stärken im Design und im Verkauf online darüber wiederum ausspielen können. Diese Erzählung gibt es für jede größere Industrienation. Ich weiß nicht, warum alle glauben, dass diese Technologie nun genau die USA, Großbritannien oder Deutschland bevorteilt. Ich glaube, Teile von dieser Denkweise gehen noch von einem Marktmodell aus, in dem wir ein Nullsummenspiel haben und eben genau
Marktanteile verteilen und wieder zurückholen oder sowas. Und da würde ich doch sehr darauf dringen, eher darüber nachzudenken, in kooperativen Arrangements zu denken, so wie es eben genau auch bei der Allmende von Jukai Benkler der Fall ist, indem wir nämlich darüber nachdenken, wie wir Dinge gemeinsam produzieren und alle etwas davon haben, wenn wir sie lokal nutzen können. Und das Spannende ist, anders als bei Wikipedia, Wikipedia müssen wir in jeder Sprache nochmal neu schreiben, die allermeisten Gegenstände haben keine Sprache. Das heißt also, wenn ich so ein Mikrofon oder einen Mikrofonständer in einem Land verwende, dann kann ich die auch in anderen Ländern verwenden. Und das spricht für mich alles dafür, vielleicht doch lieber auf Ebene der Nationen nach einem kooperativen Setup zu suchen, als jetzt zu überlegen, wie das die Industrienation Deutschland unbedingt nach vorne katapultiert. Visionen müssen sich immer gefallen lassen, naiv genannt zu werden. Das war Anfang und das ist jetzt vielleicht auch Ende dieser Überlegungen. Es gibt natürlich Visionen dazu. Also wer das lesen möchte, kann es bei Hot Lipson oder Chris Anderson lesen. Da gibt es dann so die Kapitel, in denen eben genau eine Person aufsteht und sich im Prinzip alles, was er über den Tag oder sie braucht, selber druckt. Das ist noch eine ganze Weile weg und wird viel dauern. Was näher ist, ich habe da überall Quellen dran geschrieben, damit, weil da sieht man, wie wenig Visionen man sich heute traut oder ich mir zumindest zutraue. Was Leute sagen und wo ich auch absolut dran glaube, ist, dass wir gerade zugucken können, wie eine neue Industrie entsteht. Aus den unterschiedlichsten Dienstleistungen, vom Scannen, vom Bearbeiten, vom Erstellen vom Gerät, von Entwürfen, von der Verteilung von Entwürfen, von der Herstellung zu Hause, von der Herstellung irgendwo zentral in sehr hoher Qualität, mit Dienstleistungen, die dazu gehören können, bis hin zu dem Punkt, dass wir uns ja fragen können, warum gibt es Bibliotheken und Fab Labs müssen die Leute selber machen? Also gibt es da nicht vielleicht auch staatliche Angebote? Richard Daveni sagt auch, und ich glaube, auf lange Frist ist das durchaus auch absolut nachvollziehbar, also wir haben viel industrielle Produktion gerade auf Massenmärkte ausgelegt und darauf, dass sie irgendwo weit, weit weg hergestellt werden und dann in die Orte über lange Ketten wieder zurückgeschickt werden. Und es gibt Unternehmen, die eben nur davon leben, genau diese Verteilung zu machen und etwas tausendfach herzustellen, was dann in Brasilien, genau wie in den USA und Deutschland, auf dem Tisch landet. In einem Szenario, wo ich Dinge vor Ort genauso gut und schneller herstellen kann, werden diese Kompetenzen nur noch sehr wenig wert sein. Deswegen hat UPS Angst und fängt an, sich diese Drucker da in den Raum zu stellen, um zu überlegen, was sie vielleicht machen können. Und wird das Firmen auch eher benachteiligen? Die Erfahrung zeigt, dass Firmen, die in einer Sache sehr gut sind und damit sehr viel Geld verdienen, nicht gut sind da drin, ihr Geschäftsmodell selber zu untergraben. Das nennt man Disruptive Innovation. Clayton Christensen hat das schön beschrieben, es passiert jedes Mal wieder. Und wenn wir das eben weiterdenken, dann können wir doch in eine Dezentralisierung von Wirtschaft denken, dann können wir sogar überlegen, also es gibt ja, die Industrialisierung hat diese starke Konzentration von Betriebsmitteln gebracht, ich brauchte viel Geld, um einen Autowischer herzustellen, ich musste Leute zusammenziehen, Städte haben, da funktioniert das besonders gut. Es spricht vielleicht in langer, langer Zukunft nichts dagegen, dass es zumindest eine Gegenbewegung geben wird, und ich mit viel weniger schwerer Masse Dinge herstellen kann, es einen fließenden Übergang gibt zwischen Profis und Amateuren. Und ich, da sind wir wieder bei Herrn Jakubowski, an ganz entfernten Orten auch genauso gut Dinge herstellen kann wie irgendwo im Zentrum. Hausaufgaben, letzte Folie. Technologie muss besser werden, scannen, herdrucken und so weiter. Das Material muss besser werden, wir brauchen mehr Material und vor allen Dingen, das ist diese Plastikbox. Bitte Recycling. Also wir haben Plastikmüll überall auf der Welt. Wenn wir an den Punkt kommen, dass wir den benutzen können, dann macht diese Technologie wirklich einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Infrastruktur. Wir brauchen Plattformen für große Mengen hochwertiger Designs und vielleicht auch öffentliche Infrastrukturen. Regulierung. Wir müssen, das ist jetzt sehr allgemein, akzeptable und vorteilhafte Nutzungsmuster herausbilden und Kompetenzen. Amateure, Gemeinschaften, Industrien werden sich bestimmt damit auseinandersetzen müssen, was das an Möglichkeiten, aber auch an Herausforderungen für sie bringt. Damit sind wir bei der Diskussion. Jetzt darf ich mich wieder dahin setzen.